Ich weiß, wir haben noch kein Halloween und trotzdem habe ich unglaublich Bock, jetzt ein Skull-Make-up zu machen. Das ist so oft auf Instagram und irgendwie bin ich da voll motiviert worden jetzt. Augenbrauen habe ich dafür schon abgedeckt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich trage mir jetzt hier erstmal ganz sporadisch die Farben auf, die ich haben möchte. Das Ganze soll am Ende dann so ein Pink-Türkis-Ombre-Skull quasi werden. Jetzt muss ich das Ganze natürlich ordentlich verblenden, sodass der Übergang auch möglichst schon smooth aussieht. Ich bin allgemein gespannt, wie der Look heute wird, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen so aufwendigen und bunten Skull-Look gemacht. Wie gesagt, finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn ich mal wieder ein paar Dinge mache, die mich auch wirklich challengen. Und da ist der Look hier nur der Anfang. Denn ich habe ja noch ziemlich viele weitere coole Dinge geplant. Habe ich ja schon mehrmals angeteasert. Ich weiß, ich spreche immer in Rätseln. Das tut mir auch mega leid. Ich will euch ja auch nicht den Überraschungseffekt wegnehmen, weil es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich mir zu viel vornehme. Und am Ende wird es nicht so gut, wie ich dachte. Und dann, naja. So langsam scheint sich der Look ja in die richtige Richtung zu entwickeln. Den Mund habe ich mir jetzt schon mal provisorisch aufgemalt. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich hoffe, dass ich das gut hinkriege und das ordentlich wird. Ich habe echt das Gefühl, ich atme gar nicht mehr, weil ich ja jede Linie perfekt sitzen will. Ich habe den restlichen Mund jetzt einfach auf Kamera geschminkt, damit ich heute noch fertig werde. Ich kümmere mich jetzt noch um meine Haare, um den Hals, um Lashes und um Kontaktlinsen und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Look wieder. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich kann mich gerade selbst absolut nicht erkennen, aber ich habe es ja, bevor ich die Kontaktlinsen eingesetzt habe, gesehen. Soweit eigentlich ganz zufrieden mit dem Look. Er hatte zwar einige Tücken, also ich habe wirklich an einigen Stellen gedacht, oh mein Gott, was hast du da gemalt? Warum hast du das getan? Aus diesen Fehlern lernt man ja und ich weiß damit, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Schreibt in die Kommentare auch super gerne eure Meinung zu dem Look. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, ne? Du klingst nämlich, wenn ich richtig sexy rede. Nee, das ist knapp. So rede ich nicht. Alles gut.